and gentlemen, please welcome the officials participating in the handover ceremony of the flag of the International University Sports Federation. Switzerland is a great country with great experience also about international event, with great legacy of international events like Olympic Games. Next year will be Youth Olympic Games in Lausanne. It means we are really live in the very, very good, sport world. And we are all of us responsible for the future of the university sport. So I'm very confident about the preparation of the games in Lucerne and wish good luck. Who then entrusted to the mayor of the host city of the 30th Winter Universiade 2021 in Lucerne, Beat Tüssli. Da freue ich mich sehr auf die Universiade, die wir in der Zentralschweiz mit der Hauptstadt der Stadt Luzern durchführen. Wir haben da sehr viel Spannendes können erleben in Krasnoyarsk, wie man das machen kann. Wir werden wahrscheinlich ganz andere Universiade-Spiele durchführen. Aber ich freue mich sehr, vor allem was ich da gesehen habe. Was sehr spannend ist, die Begegnung der jungen Leute untereinander, wie sie zusammenkommen, wie auch die Wettkämpfe ausgereiht werden, was es für Begegnungen auch sonst gibt unter den Nationen. Ich glaube, das ist etwas, was wir sehr stark unterstützen, auch mit der Zentralschweiz als Austragungsort der Winteruniversiade 2021. D'hiver de retour en Suisse après autant d'années, puisque la dernière fois c'était Villard en 62. Pour nous, c'est un grand moment. Alors, le sport universitaire suisse est vraiment un sport important pour la FISU et de revenir dans le pays du sport universitaire suisse et le pays de la FISU aujourd'hui, c'est naturellement une grande joie pour nous tous.